Hallo Leute, hier ist wieder euer Mutantix8 und nach anderthalb Jahren Filmkritiken auf meinem Kanal ist mir aufgefallen, Scheiße, ich habe noch nie einen Tierhorrorfilm durchgenommen. Und das wollen wir heute ändern und zwar geht es heute um Deep Blue Sea. Wir haben eigentlich das typische Szenario. Ein paar Wissenschaftler experimentieren auf einer Forschungsstation mit Haien, machen sie dadurch intelligenter, bis sie die Kontrolle über sie verlieren. Als auch noch ein schweres Unwetter hinzukommt, werden sie in der Station eingeschlossen und der Wasserspiegel steigt und die Haie ziehen ihre Kreise immer enger. Die Story mit den genmanipulierten Haien ist eigentlich genauso dumm, wie es klingt. Mit dem Unterschied, dass es in diesem Film wirklich gut funktioniert. Mit den intelligenten Haien wird hier nicht allzu stark übertrieben und der Film driftet nie ins Lächerliche ab. Man könnte die Haie von dem Intelligenzgrad her mit den Velociraptoren aus Jurassic Park 3 vergleichen. Die agieren hier so clever und böse, dass man auch als Zuschauer nie weiß, was als nächstes auf einen zukommt. Samuel L. Jackson spielt in diesem Film mit und gibt zur Abwechslung mal nicht den obercoolen Badass. Unter anderem haben wir hier Thomas Jane, Saffron Burroughs, den Musiker LL Cool J und Stellan Skarsgård, der anscheinend schon vor Thor gerne Wissenschaftler gespielt hat. Schauspielerisch bekommt man hier keine Höchstleistung, das kann man von so einem Film aber auch nicht erwarten. Die Hauptfiguren sind so viel gezeichnet wie nötig, der Rest ist sowieso eine Fischfutter. Zum Glück verläuft die Einführung der Charaktere recht schnell, sodass man relativ schnell zur Sache kommt. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Denn wenn der Film so richtig losgeht, dann auch Schlag auf Schlag. Haiangriff folgt auf Haiangriff und immer verzweifelter versuchen unsere Charaktere aus der Station zu fliehen. Dass die Logik da manchmal flöten geht, sei dem Film verziehen. Solange die Action und die Spannung da ist, kann ich damit leben. Sowieso würde ich Deep Blue Sea nicht als reinen Horrorfilm bezeichnen, auch wenn es hier und da recht blutig zur Sache geht, sondern eher als Mischung aus Der weiße Hai und Stirb langsam, was auch nicht so verwunderlich ist, wenn man sich die Arbeiten des Regisseurs ansieht. Stirb langsam 2, Nightmare on Elm Street 4 und folgende. Was die Action angeht, ist hier noch sehr viel handgemacht und vor allem die Haie sehen wirklich super aus. Womit aber ein wenig übertrieben wurde, ist der Musikeinsatz. An manchen Stellen unpassend, hier und da zu laut, hat es mich manchmal einfach gestört. So, hier haben wir jetzt also Deep Blue Sea und zwar in der 1DVD. Machen wir das Ding mal auf. So, hier drin die einzelne für die ganz, ganz schlicht gehalten. Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben. Wirklich absolut zu Recht. Hat eine Lauflänge von 101 Minuten und Extras haben wir hier auch einige drauf. Und zwar USA Kinotrailer, entfernte Szenen sowie ein paar Dokumentationen über die Haie und ja, wie sie diese Hai-Szenen halt gedreht haben. Ist ganz interessant. Und das wäre es eigentlich auch zu DVD, nicht mehr viel zu sagen. Im Fazit, Deep Blue Sea ist jetzt nicht der absolute Überflieger, aber ein wirklich kurzweiliger Horror-Actioner für zwischendurch. Von mir gibt's für den Film solide 7 von 10 Sternen. Das war's von mir, euer Mutantix8. Ciao.